Solange ich den von hinten angreife, ist gut. Das dauert einfach so ewig lange. Das hat jetzt ewig gedauert und bieten. Ich komme so nicht voran. Ich habe so wenig Angriffskraft. Das ist ja nicht mehr annehmbar. Ich muss das Heldenemblem nehmen, sonst bin ich morgen noch dran. Ja, das ist schon deutlich besser. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich der Wert des Angriffes exponentiell oder zumindest potenziell verstärkt. Schon viel schneller. Da bin ich jetzt nicht mehr so gut in der Magie, aber irgendwo muss ich ja das Ganze kompensieren. Weiter. Wann bekomme ich endlich einen Stern? Also, durch den Lippen kann ich wirklich ewig trainieren. Aber es kommt einfach nichts. Alter, wann kommt endlich was? Das gibt's ja nicht. Ja, wirklich nicht. Oh. Das bringt nichts. Die will sich einfach nicht ausbilden lassen. Aus irgendeinem Grund. Nicht zu fangen. Ich könnte genauso gut noch ein bisschen... Wo haben wir sie? Ich suche eigentlich diese... Items? Hallo? Wo sind die Items? Ich muss sie so benutzen, indem ich das Kommandodeck auswähle und dann Magie oder was auch immer, irgendeinen Angriff rausnehmen. Das ist ja doof. Das ist, glaube ich, nicht so geplant worden. Wenn alles gut läuft, dann kann ich dann auch mal ein bisschen mit der PS4 spielen. Aber das weiß ich halt noch nicht, wie das Ganze aussehen soll. Ich hoffe wirklich, dass es sowas gibt, dass es Cross-Save. Das wäre cool. Dann könnte ich auch dieses Spiel, die PS3-Versionen, meinem Bruder abgeben, dann kann ich mit der PS4-Version locker spielen. Ohne Probleme. Yeah!
Feuer auf Stufe 2, das sehe ich gerne. Ah, meine Güte, was mache ich da? Ah, geht doch. Meine Fresse. Sind schwieriger als gedacht. Vor allem wenn die mal mit ihren Angriffen starten. Magie gestiegen. Supertrank. Soll ich mal einen Beamer benutzen? Ja, komm. Warum nicht? Ich habe einen ganz anderen Ort gelandet. Was ist das denn? Na, gehen wir mal hier hin. Da habe ich nicht, habe ich eigentlich so ein paar Minuten. Muss nicht sein. You must be Experiment 626. I have orders to take you in. Sarah! What? I think you and I need to talk. But first things first. Ja gut, also, dann kämpfen wir mal. Siege zusammen mit Experiment 626 die Unversierten. Gut. Wenn es das ist, was du willst. Ach, da ist schon noch stark. Wow, Klingenaura. Komm her. Oh. Ah, mach die Impulse 2. Dachte ich. Gather.
Das ging ja schnell. Thanks. I owe you. What is it you're looking for? Huh? Wait! I just need to ask you! Okay. Schauen wir mal. Ah, sehr schön, sehr schön. Blitzer ist auch voll ausgebildet worden. Können wir endlich mal ein paar andere Sachen noch rein basteln hier. Ja. In erster Linie mal Luftstaccato, dann Feuer lassen wir drin, Eisra. Ach komm. Ich denke zuerst mal Magie, das ist jetzt wichtig. Und Magie Impuls 2 ist jetzt dazugekommen. Ich könnte noch einmal kurz auf Magie Impuls 1, damit ich hier noch das und das, oder nein, zumindest das freischalte. Zuerst mal Kommandofusion. Was haben wir? Zweimal Blitzra. Dann hätten wir den Deckschädel. Und zwar passiert das, wenn ich den... Ich dachte, es wäre ein Kraftkristall. Was nicht ganz richtig ist, es ist ein Energiekristall, den ich einsetzen muss. Und den habe ich 5 Stück. Das sollte passen. Deckschädel. Genial. Passt. Damit rein hier. Blitzka und Dickschädel, was will man mehr? Mal schauen, was ich sonst noch fusionieren kann. Zweimal Eisrock. Nehmen wir mal einen Lunakristall. Esprit, ja, auch gut. Dann, was haben wir noch? Giftklinge und Feuer, da wird der Feuerschlag entstehen. Das ist das Einzige, was ich zusammenschmieden könnte. Freudenkristall, Lebensspende. Okay, passt. Dann nehme ich wieder solche. Feuerschlag mit Lebensspende drin. Eisgang mit Esprit drin. Welche Fertigkeiten? Dickschädel und Trotzkopf habe ich jetzt. Vitalität, genau, Vitalität könnte ich noch mal haben. Das wäre schön. Und Vitalität, wie kriege ich das nochmal? Alter, mein Browser ist total langsam geworden. Aber ich weiß auch, woher das kommt. Wegen der Aufnahme. Ist total langsam hier. Ja, ich schaue dann später, wie ich die Vitalität steigern kann. Auf jeden Fall, Lebensspende ist auch gut. So, kann ich jetzt hier rauf? Muss ich nicht untersuchen. Okay, gib nur den hier. Gut. Vitalität durch zweimal etwas Einfaches.
zum Beispiel zweimal Feuer oder zweimal Blitz. Aber ich habe halt nur so mittelmäßiges Zeug, also kann ich da eigentlich gar nicht viel machen. Momentan. Glück gehabt. Zykluskristall. Ich frag, wollte schon fragen, wann kommt endlich was? Noch eine Truhe, Schwertfallserie. Da ist nichts. Okay. Da ist auch nichts. Okay, interessant. Aber da hinten ist was. Hä? What the? Was war das denn jetzt? Keine Ahnung, was das war. Wirklich nicht. Bin genauso überrascht wie ihr wahrscheinlich auch. Hab ich jetzt Magie Impuls 2 ausgerüstet? Meine Fresse. Ja. Gut. Ist nichts. Aber da ist was. Da ist eine Truhe. Teleport. Mit dem Teleport einem Gegner in den Rücken fallen. Löse das Manöver aus, indem du einen Gegner anvisiert hast und im Moment seines Angriffs Viec drückst. Das ist besonders wirksam bei Gegnern, die anfällig für Angriff von hinten sind. Kann man ausrüsten. Klar. Alles wieder von vorn. Na gut.
Dann gehe ich halt hier hin. Megatrank. Ah, verdammt. Verdammt. Noch länger warten. Yay. Nur noch oben muss ich. Nur ganz oben hier. Den muss ich noch machen. Jetzt muss ich nur noch versuchen, hier nach rüber zu kommen. Ah, Glück gehabt. Sehr schön. Chapsticker. Das dürfte, glaube ich, alles gewesen sein. Schauen wir uns das mit dem Sticker doch mal an. Er springt in die Höhe, das muss man wohl bedenken. Ja gut, ich denke, jetzt kann ich schon mal speichern. Hat jetzt relativ lang gedauert und das ganze Zeug mag ich nicht nochmal suchen. Ich muss relativ lange spielen, um genug Stunden Spielzeit zu bekommen, damit ich locker weiterfahren kann, ohne in der Woche aufnehmen zu müssen. Das war jetzt ein langer Satz. Okay. Weil ich habe nur noch Teile bis zum 24. drin, das heißt, ich muss 9 Teile machen, das heißt, ich muss noch mindestens 2,5 Stunden aufnehmen. So, jetzt kann ich nochmal versuchen, der Weg hinaus zu leveln. Nervt. Yeah!
Palmagnet Stufe 3. Oh, Stern. Endlich ausgebildet. Lange nicht gedauert. Gehen wir hier mal nach draußen. Ja, stimmt, hier muss man wieder mit dem Gleiter nach draußen. Besiege alle Unversierten. Ja gut, wenn es sein muss. Halte auf deinem Schluss, Schwert und besiege die Unversierten mit diesen drei Klecks. Du hast mit vier Schüssen dich vor Angriffen der Unversierten. Ja, das ist hier noch zum letzten Mal. Bringt nicht so viel. Aber zumindest alle besiegt. Luftgrätsche erhalten. Sich mit Viereck während deines Sprungs blitzschnell durch die Luft bewegen. Steigt die Kommandostufe, verlängert sich die Entfernung, die du zurücklegen kannst. Praktisch. This must be the Wayfinder that 626 was carrying around. Dr. Jumba and Experiment 626 have been sighted. At that time, the two of them were wandering around the launch deck. Would you see that they're secured? Is Experiment 626 really that dangerous of a creature? We must assume so. All right then. I'll head over there now. Ja, gut. Dann mal ausrüsten. Teleport und Luftgrätsche. Schön, schön. Gleitraser. Ja, muss ich nicht sehen. Diesmal geht's nach links.